tackert denn da so? Guck ich nach links. Oh. Giant Mac. Ich hab den noch nie von außen gesehen. Well. Komm mal mit. Es gibt etwas Neues. Kann ich das überhaupt sehen und benutzen, wenn ich die Addons nicht habe? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht sehen, aber nicht benutzen. Aber ich kann es benutzen, dass du es siehst. Hehe. Den Bär auf der Konsole? Wie auf der Konsole? Mal einmal hier runter. Und dann müsste ich eigentlich diese Räume öffnen. Ja. 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 Jetzt pass mal auf. Drei Wände. Diamantschlüssel. Ja, drei Wände, ja. Pass mal auf. I choose wisely. Ja. Pass auf, mach gleich plopp. Choose one, each. Nutzen nicht möglich. Willst du halt ich. Das nehme ich. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh, das ist gut. Und dann kommen die hier rein. Und eins der drei Dinge kriege ich. Take it. Or leave it. Ich brauche ein Level-Up dafür. Ich finde das sowas von geil. Und die Dia-Keys bekommst du während dem Spielen einfach. Das ist einfach... Random. Nee, du musst halt so Daily Challenges erledigen und so weiter. Oder halt gewisse Gegner töten und so weiter. Und dann kriegst du die einfach. Und dann gibt's, welche Challenges das sind? Da brauchst du das Addon dafür. Und es gibt auch dann noch, Kammerkarten-Level und pro Level bei den Kammerkarten kriegst du auch nochmal einen Schlüssel. Oder halt eine Kiste. Und da können dann auch die Akis drin sein. Oder andere Dinge. Was kostet das Addon und brauche ich alle anderen dafür? Das Addon kostet. Weil das ist der Director's Cut. Kannst du auch solo kaufen. Also die Director's Cut würde kosten 15 Euro und der Season Pass 2, wo der mit drin ist, 30 Euro. Aber dann brauchst du doch den ersten Seasons noch. Nein. Brauchst du nicht. Das sind die sind. Hä? Die funktionieren separat. Du kannst doch Season Pass 2 kaufen und 1 haben, hä? Das mache ich doch bei Tekken genauso. Ich hab aber was kostet denn jetzt, wenn ich jetzt alle Addons kaufen will und ich habe das Basisspiel schon? Was kostet mich der Spaß? Das war doch so sackteuer, oder nicht? Ja, 50 Euro für den Season Pass 1 und dann noch 30 Euro für den Season Pass 2. Dann hast du alles. Das wären 80 Euro so gesehen. Plus, wenn du das Spiel nicht hättest, dann nochmal 60. Die Ultimate Edition wäre jetzt zum Beispiel in einem Angebot für 100 Euro. Die habe ich mir jetzt zum Beispiel da gegönnt. Und wenn du alles ohne Rabatt holen willst, 280 Euro. Ich glaube, ich habe auch 120 gezahlt für die Ultimate Edition. Also, a lot of money. Ja, nee. Ja, nee, muss jeder selber wissen. Du wirst ja nicht dazu gezwungen. Ja, aber ich wüsste nicht, woher. Wie, woher? Woher das Geld nehmen, oder wie? Ja, gut. Wie gesagt, dich zwingt ja keiner dazu. Dir was aus, wenn ich mich in Smalltalk übe? Was aber es macht so viel Spaß! Ja, macht es auch. Zum Beispiel die Waffe ist auch neu. Welche? Die hier, wo ich anhab. Was heißt denn, wo ist neu? Die hast du neu, oder die ist neu, weil es im Spiel möglich ist? Die ist neu und die habe ich neu. Das ist ein schweres MG, oder was? Schweres MG, was einen auf Granatenwerfer macht mit der Munition. Also wenn du mal
Ich schieße jetzt mal Richtung Konsole da vorne, also Platinenkonsole. Siehst du, die Kugeln fliegen eine Kurve. Hm. Wie so ein Mörser, Granatenwerfer. Ja. Voll sweet. Ist zwar nur eine Rare, also eine Blue, aber trotzdem, ich finde sie nice. Ist das, was du aus dieser großen Kamera jetzt geholt hast, Bob? Wie Bob? Find on Pickup? Ja, oder? Warte mal, ich kann es hier mal droppen. Nö. Ich kann es werfen, also nicht. Was? Hinter dir. Danke, tschüss. Ja, ich kann wieder nochmal neues holen. Tschüss. Nee, nee, alles gut. Ich kann die eh nicht benutzen. Ja, Level 40. Ah, das sind auch diese. Ja, ich glaube, die Waffengattung mag ich nicht ganz so. Das ist doch die mit dem Strahl, ne? Kann sein, keine Ahnung. Lass das probieren. Alter, was ist mit dir los? Weiß nicht, wie ich dieses Mal. Wenn was Gutes dabei ist. Nein, nein, nein. Komm wieder da unten. Alter, gewiss. Nein. Du musst dich, in den 300 Sekunden musst du dich jeweils entscheiden, oder was? Ja. Wenn du vor, nach 300 Sekunden nur vor einer Wand stehst, dann werden drei Items automatisch gepickt von der Wand, wo du davor stehst, und dann kriegst du eins random. Die werden kombiniert und dann. Ah. Ja, ist nix. Du hast nicht aufgemacht, ich entscheide. Vom ersten, wo ich den Patch gelesen habe, denkst du, boah, voll wenig Zeit, aber jetzt. Massig Zeit. So. Give me something good. 1 Sekunde sind noch 10 Minuten oder nicht? 5 Minuten. Oh. What is this? Lass mal direkt ausprobieren. What? Was denn? Ist das. Ach, die sind das, okay. Die Stats sind zwar nicht so gut, aber ey. Nice shit, bro. Ja, ich mag Projektilwaffen mehr. Ich mag Projektilwaffen auch lieber. Wie viele von den Schlüsseln hast du jetzt? Jetzt nur noch einen. Also ich hatte drei. Also hast drei bekommen, weil Release. DLC oder was? Ja, weil Release halt. Also ich könnte jetzt nochmal, aber nee. Lieber mit höherem Level, dann kriegst du besseren Stuff. Und hier unten war sonst nix oder war die Tür schon da, die ging nur nicht auf? Die war schon eine ganze Zeit da, die ging noch nicht auf. Weil das erste Mal, wo ich da solo ein bisschen gespielt habe, bis der Sanctuary 3, da war ich hier, denk so, warum geht die Tür nicht auf? What? Und dann gegoogelt, ja, Mystery, bla bla, denk so, und jetzt, aha! Was auch noch dazu kam, ist ein Battle Royale Modus, aber Battle Royale. Das ist wie mit PB. Ah, ja, klar. Also PlayerUnknown's Battleground. PB ist da nicht so meins. Oder Fortnite oder whatever. Ja. Ist einfach nicht so meins. Dann kam noch ein neues DLC-Gebiet mit neuen Quests natürlich raus. Das habe ich aber noch gar nicht angespielt. Das mache ich irgendwann mal. Ja, und viele, viele Waffen und viele, viele Skins und viele, viele, ja, Sachen halt. So. Was ist jetzt eigentlich Phase bei uns? Questmäßig. Wir haben so einiges. Aber erstmal, begib dich zum Labor. Das hat wohl etwas mit dem Analysegerät zu tun, das du bei der Kammer mitgenommen hast. Mal sehen, was passiert, wenn du es benutzt. Du. Du, der mir zuhört, Äonen nach. Ja, jetzt können wir die Symbole, wo wir die ganze Zeit anklicken. Aufgezeichnet, auch wenn mein Verstand unter der Last meiner Taten zerbricht. Finde meine Worte und erinnere dich für mich an ihre Wahrheiten. Denn ich bin diejenige, die den Zerstörer in Ketten gelegt hat. Ich bin die Mörderin der Eridianer. Ich bin Myriad. Crimson Raiders auf die Brücke. Ja, jetzt können wir nochmal Backtracking machen und alle Symbole anklicken.
Ja, ja. Den Text übersprungen, stand da was Relevantes drin. Du hast ein iridianisches Analysegerät gefunden. Mit diesem Gerät kannst du die Geheimnisse der iridianischen Schrift entschlüsseln, die überall in der Galaxie verteilt sind. Finde, achtete darauf, naja. Naja, nichts Wichtiges. Man kann sie halt jetzt entziffern. Anscheinend hatte er sie doch gefunden. Tyrene sagte, der Zerstörer wäre bald frei. Er wird den Planeten von innen heraus zerreißen. Wenn Typhon Delion weiß, wie man Pandora retten kann, müssen wir ihn finden. Ich hätte nie gedacht, das mal zu sagen, Killer. Aber nimm Kurs auf Necrotopheo. Well. Wenn ich nicht einen Kurs auf Necrophil nehmen soll. Neuer Planet. Mopsgeschwindigkeit. Captain, wir haben ein Problem. Mopsgeschwindigkeit hat Schaden, harter Schaden. Ui. What the hell is going on this planet? Mahlzeit. Nach all der Zeit. Worauf warten wir noch? Kammerjäger, ab nach unten mit dir und finde Typhon Delion. Die Landekapsel ist bereit. Pass da unten auf dich auf. Ja, ja. I have new weapons and shit. Das ist nicht Azeroth? Azeroth? Da ist es zu hell dafür, der Planet. Azeroth hat nur einen Strahl in der Mitte. Und nicht, wo es zerbricht und ein Strahl kommt da raus. Aber wenn wir jetzt in den Shadowlands sind, dann... Mal kurz den Salatbehälter hier wegbringen lassen. Jo. Schöner Ladescreen. Dann bin ich stolz auf mich. Wieso? Weil ich heute alles, will ich heute alles direkt quasi so. Oh. Hello. Also Flora sehe ich schon mal. Wo ist die Fauna? Boom. Da oben steht jemand. Ellie, oder? Nee. Kammerjäger, wir verfolgen Typhon Delions Echo-Frequenz. Oder der Typ ist das. Teilen. Das ist alles zu viel. Erst war Pandora die ganze Oh, Kisten, Zeit die nicht. Und jetzt haben wir die Heimatwelt der Eridianer gefunden. Du wirst bei Typhon Delion persönlich begegnen. Ach, das schreit nach einem Nickerchen in meinem Saurianer. Jawohl. Ich wollte ja eigentlich im Urlaub putzen und das habe ich jetzt quasi schon direkt gemacht. Ja, also kannst du durchzocken. Ja, naja, gut. Ich will noch den Tisch, den Schreibtisch nochmal abräumen und wischen. Und dieses Regal, wo meine Filme und so drin sind. Und zwar mausetot. Woher wusste Maliwan von Necrotopheo? Bleib wachsam, Killer. Ja, ab in den Kampf. Ein weiterer ist verstummt. Lauft, lauft, ihr Schwächlinge! Also du ziehst wieder durch. Oh, okay. Wie, ich zieh wieder durch. Ja, dann darf ich mich nicht hier, du hast Kisten vergessen. Ja, da oben waren auch Kisten. Ach so, das sind die normalen Kisten, verstehe.
Ah ja, ich sollte mich da nicht lange mit irgendwas aufhalten, sondern auch einfach weiterlaufen. Ich muss ja immer gucken, ob ich nicht irgendwo was verpasse oder irgendwo noch was liegt, weißt du? Ich kann ja nicht einfach vorbeilaufen. Oder also wieder zurückspringen, weil da eine Barrikade ist. Ja, ich dachte, das wäre wär eine große Kiste, sag ich mal, wo man noch was drauf ist. Die lokale Fauna hatte wohl was dagegen, dass sich Malibon hier häuslich einrichtet. Kümmer dich darum, Killer. Wir müssen den Leon finden. Oh, aus der Kammer ist gut, ey. Ui. Ja gut, der friert halt auch indirekt, ne? Ja. Was ist das denn? Kannst halt smashen, wa? Busy, ich glaube, das ist nicht mal direkt einfrieren, sondern eher eine Chance. Aber da ich halt so oft schieße, spielt es ja keine Rolle, weil irgendwann werden sie gefriest. Denn hier? Ah. Hoppla. Quatsch. Ein Catch-a-Ride auf dem legendären Planeten Necrotefeo. Genial! Jetzt kannst du mit Stil bei Delion vorfahren. Kriegen wir kein neues Auto wenigstens? Muss ich mal gucken. Nein, ich wollte nicht. Fahrersitz. Bereit loszulegen? Gibt's da irgendwas Neues? Nein, skinmäßig. Nope. Waffenmäßig, nope. 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 Wollen wir mal Fahrzeuge checken? Nope. Nope. Keine neue Fahrzeuge. Oder Accessoires. Oh, da bin ich wieder sehr erholt. Ich habe mich nur mit dem Teufel de Leon mit meridianer Forschung beschäftigt. Wenn jemand weiß, wie man das Universum rettet, dann er. Oh, großer Würfel. Erfahren, dass der Zerstörer in Pandora eingesperrt war. Das war von Anfang an ihr Ziel. Sollte Tyreen den Zerstörer aufsaugen? Tja, du bist, was du isst. Also bin ich heute Sparrow? Okay, I take it. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Oh, da ist noch Claptrap. Nein, dich zu muten. Es geht zu Fuß weiter. Na los, Junge! Das ist eine Kiste. Das mit den Zeichen, die wir gefunden haben, ist das nicht relevant hierfür? Wir müssen die jetzt nochmal Backtracking machen und alle nochmal anklicken. Die haben ja immer gesagt, oh, kann ich nicht lesen. Jetzt können wir es.
Ja, ich dachte, das wäre jetzt relevant für die Quest oder für die Story, dass wir das erst auflösen oder so. Was ich meine. Also du meinst erst die Nummer abklappern und dann das machen? Nein. Ich dachte, das wäre so, gehört so, muss so oder so. Was hat dir gesagt? Ja, das kannst du doch mal alle abklappern. Dahin, wo du hergekommen bist. Warum renne ich? Ach, die scheiß Pflanzen und Appliance-Elemente. Oh mein Gott. Muss ich aufpassen, ey. Oh, was ist das denn? Vergiss den Maulkorb. Das aufregende Gefühl der Jagd. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen zu früh. Weil die Tür geht da nicht auf. Also, dass du mal auf der Map geguckt. Jep, wir müssen woanders hin. Also zumindest laut Questmarker. Ja. Ja, laut Quest. Ja, ja. Ich hab nur gesehen, dass man da Nahkampf machen kann und dachte mir, komm her. Just do it. Boah, das ist so komisch. Ich habe jetzt zwei XP-Balken. Einmal für die Kammerkarten und eine normale. Kammerkarten? Achso. DLC. Who are you? KI oder was? Ich bin Gross, erster Verwalter von Typhon Delirium. Weil mein Gegenstück mir in jeder Hinsicht unterlegen ist, hat Delirium mich damit beauftragt, dich zu begrüßen. Also, willkommen. Musst du so mürrisch sein? Echt jetzt? Hey, Kammerjäger! Ich bin Sparrow. Typhon hat mich gebeten, dich herumzuführen. Sparrow, was zur Hölle? Typhon hat gesagt, das Universum sei in Gefahr. Wir haben keine Zeit für eine Tour. Fahr zur Hölle, Grouse. Zeit für eine Tour. Nur zur Info. Die gesamte Innendekoration ist mein Werk. Hübsch, nicht wahr? Ich will diese Waffe, wo hier liegt, und ich will dieses Dynamit, wo hier liegt. Die Bombe nehme ich auch noch mit. Typhon, das ist schön hier. Ach, ich habe ja noch deine Waffe in der Hand. Ja, behalte sie doch. Was soll's? Deine. Ach. Der Meister hasst dich, Sparrow. Er würde dich sofort verschrotten, wenn sein Klo das nächste Mal verstopft ist. Bist du geliefert? Klos spielen. Hey. Du bist spät dran, Kammerjäger. Retten wir das Universum. What? Hast du eine Hackfresse erwartet? Wer ist es hin? Jesus, wer ist das? Typhon Delirium. Das war sicher anstrengend. Hier ist eine kleine Aufgabe. Der alte Jacobs hatte dich falsch im Bild. Du warst größer. Was ist das für eine Waffe? What? Hunger muss mein sein. Sie läuft mit Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. What? Jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Du kannst Waffen bauen? Hey, Bots, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lasst niemanden rein. Maliborn oder nicht. Dude, come here. Quick. Spielt keine Rolle. Das Universum geht unter. Große Kammer ist. Mit Eridiana nannte es
große Kammer oder so. Ja. Lange Zeit sperrten sie eine interdimensionale Monstrosität namens der Zerstörer. War nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Die Eridianer opferten ihre gesamte Zivilisation, um dieses Ding einzusperren. Sie waren schlau, diese Aliens. Die Eridianer hatten einen Plan B, falls irgendein Idiot blöd genug ist, den Zerstörer freizulassen. Wenn das passiert, nun, er heißt nicht ohne Grund der Zerstörer. Hinter dieser Tür befindet sich ein antiker eridianischer astrokinetischer kammerbetriebener Phasenmotor-Dingenskirchen. Ich nenne es einfach die Maschine. Sehr praktisch. Und die Farben. Diese Eridianer hatten es echt voll drauf, was? Das war die Maschine, mit der sie den Zerstörer zum ersten Mal eingeschlafen haben. Ist das ein Laserschwert oder ist... Ah nee, das ist eine scheiß komische Peitsche. Aber wir brauchen 4 Kammerschlüssel, um hineinzugelangen. Du hast schon rein, nicht wahr? Ja, habe ich. Iridium bezahlen? Ja, ich hatte hier noch eine Waffe bauen, hat er gesagt. Alter, was ist das? Dein Waffenmacher. Gib mir Legendaries. Ja, ja, jetzt hier. Ja, ja, ich habe gesehen. Ja, wir müssen platzieren. Also sollen wir erstmal Waffen machen. Ich will keine Snipers. Gib mir Comet Rifles. Ja, aber die sind weiß, die sind scheiße. Ja, ich will jetzt, dass er was das Zeug macht. Auch nur weiß. Machst du nur weißes Zeug, dann bist du nutzlos. Gesundheit. Ey, hast du nur weißes? Hast du nur weißes Zeug, ey? Alter. Man könnte es ja falsch verstehen. Hier habe ich meine erste Kammer gefunden. Es gibt noch einen Schlüssel und ich weiß, wo er ist. Aber Achtung, das wird kein Zuckerschlecken. Und einfach wird es auch nicht. Mein Haustier steht einfach bei ihm drin. Du bist ein Kammerjäger, wie ich. Geht aufs Haus, Kammerjäger. Das wirst du brauchen. Wenn es jetzt keine Legendary ist. Ja, fuck you. Trollo. So ein Troll. Troll-Account. Troll-Character. Das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Maliwan, kein Problem. Einfach alles töten. Alter, das Level-Designer. I like it. Schwarz-Rot ist immer gut. Das ist so geil. Rot ist jetzt nicht so meine Farbe, aber das Düstere, ne? Das ist einfach... Oh. Warte mal, schieß mal und sag mir mal, was passiert. Ja, jetzt kannst du aufhören. Kriegst du Munition wieder? Das ist meine Waffe, wo ja unendlich Muni hat. Warte. Nachladen. Nope. Ich krieg Muni wieder. Ich dachte, das wäre für uns alle. Ja, oder ist es ein Skill? Ist es Artefakt oder ist es Skill? Eben. Warum fängst du eigentlich an zu brennen, wenn du schießt? War das jetzt mein Artefakt oder war das mein Schild? Ich glaube, das war mein Artefakt. Oder war das mein Schild? Aus wie, Ah ja, das ist mein Schild. Ich krieg Infernal-Schaden. Das sieht nämlich aus wie, Ghost Rider. Das ist mir wieder eingefallen. Oh yeah. So, wo müssen wir hin? Wenn wir Backtracking machen, dann können wir noch ein paar Quests annehmen. Ich weiß nicht, also, wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, da sollen wir hin. Ah, okay, I got it. Aber ich würde erst laufen zu den 2 Bots und deren Quests annehmen. Dass wir die schon mal haben. Haben wir noch irgendwelche anderen Quests offen von irgendwo anders? Na klar. Haben wir. Willst du machen, oder was? Weiß nicht, macht doch Sinn, oder nicht? Wie du willst. Wir können auch Quests machen, wir können Nebenquests machen. Ich meine, wenn wir Nebenquests machen und dann in Gebieten, wo wir diese idirianischen Schriften noch nicht haben, oder wie sie schon hatten, sagen wir mal so, dann können wir die ja nochmal abklappern. Währenddessen. So, haben wir die 2 angenommen. Dann machen wir Nebenquests. Da gibt es hier nochmal 3 Quests. Eine sind wir direkt daran vorbeigefahren. Ach, egal.
Kann man später noch holen.